so, wenn man mal Probleme hat und es einfach einen Menschen geben muss, mit dem man auch wirklich sprechen kann. Aber ich glaube, dafür gibt es auch eine Freundschaft, so wie zwischen uns. Genau, genau. Muss man halt ehrlich auch sagen. Was wäre, wenn es deiner Freundin psychisch schlecht gehen würde? Was würdest du machen und oder wohin würdest du dich wenden? Also ich würde empfehlen, natürlich zum Psychiater zu gehen, I guess. Also meine Zeit durchzudenken zu müssen, weil ich weiß, zahlt die Krankenkasse das ja auch die ersten paar Stunden. Ich würde sagen, dass ich halt ihr alle Unterstützung gebe, die ich geben kann. Aber ich würde sie zu nichts drängen, weil ich glaube, den Fehler habe ich schon mal ein paar Mal gemacht. Also nicht ein paar Mal, aber habe ich schon mal gemacht, dass ich da jemanden ein bisschen gedrängt habe, ihm gesagt hat, er soll sich auf jeden Fall Hilfe holen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen dadurch irgendwie nur umso verschlossener wurden. Ich würde für sie Hilfe suchen, damit es ihr besser geht, wo sie mit jemandem sprechen kann, den sie vertrauen kann, hätte ich gesagt. Also ich würde erstmal einen Therapeuten empfehlen, auch ich an erster Stelle als Ansprechpartnerin, falls die Person sich mit mir wohlfühlt. Es gibt auch so zum Beispiel YouTube-Kanäle oder so, die sich mit psychischen Problemen auseinandersetzen. Die würde ich vielleicht auch empfehlen. Und sonst, ich würde einfach versuchen, mental ein bisschen anwesend zu sein für die Person. Genau das würde ich auch machen. Ich finde es wichtig, dass man für dem Freund, der Freundin da ist und nicht direkt zuerst zum Therapeuten zu gehen, sondern einfach nur als Freund da sein, der Freundin. Was wäre, wenn jeder Jugendliche eine Psychotherapeutin hätte? Es hätte eigentlich jeder haben können, dürfen, so, wenn man mal Probleme hat und es einfach einen Menschen geben muss, mit dem man auch wirklich sprechen kann. Aber ich glaube, dafür gibt es auch eine Freundschaft, so wie zwischen genau, uns. Genau, genau. Ja. Muss man halt ehrlich auch sagen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht würde das der Mehrheit gut tun. Einerseits würde ich sagen, ja, es wäre sinnvoll. Andererseits, ich weiß nicht, weil vielleicht steigert man sich dann sehr rein und denkt sich, vielleicht habe ich ein Problem, obwohl man gar keins hat. Man steigert sich so rein, dass man dann irgendwelche Probleme entwickelt. Ich denke, dass es für das Wohl, das mentale Wohl der Jugendlichen sorgen würde, wenn ihr dann einen Ansprechpartner hätte, wo er sie sich auch trauen würde, die Probleme frei auszusprechen, statt die in sich drin zu sammeln, etc. Ich meine, einige haben irgendwelche mentale Probleme. Und das sind nicht nur einige, das sind eigentlich fast jeder. Es gibt viele Leute, die Hilfe brauchen, aber sich keine Hilfe holen erstmal. Und das würde diesen ersten Schritt zuerst vereinfachen. Ich habe auch jetzt gehört, dass es zum Beispiel in den USA, also es gibt da ein Programm, bei dem es quasi Menschen ermöglicht wird, mit deutlich weniger Hürden zum Psychiater zu gehen, beziehungsweise online einen Psychiater zu kontaktieren. Und das würde ich mir auch generell wünschen. Ich glaube, es wird deutlich helfen, auch das Ganze halt als Normalität darzustellen. Ich denke, es ist aber auch schon in den jüngeren Generationen deutlich normalisierter, aber leider einfach auch in der aktuellen Situation mit der Verfügbarkeit von psychiatrischen Plätzen leider auch immer nicht so realistisch. Das wäre ja gar nicht möglich, jedem Jugendlichen einen Psychotherapeuten zu bieten, weil es einfach nicht genug gibt. Also mit der Verfügbarkeit kenne ich mich nicht aus, aber denkst du so, wenn man jetzt Online-Termine hätte, also ich meine jetzt so wie in Corona-Zeiten, so Zoom-Call-mäßig, glaubst du, das würde schon was helfen? Ich meine, es wäre ein Anfang, oder nicht? Also wenn man sagt, dass es halt das so ermöglicht würde, ich glaube, dadurch würdest du ja mehr Kapazitäten schaffen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Nächste Frage.